Weltberühmt ist das kleinformatige und überaus kostbare Bild der Mutter Gottes in der Rosenlaube von Stefan Lochner. Es zählt zum Inbegriff der Kölner Malerei des Spätmittelalters. Seine Entstehung vermutet man in den Jahren 1440-1442. Als überaus kostbares Stück wird es in der ständigen Sammlung unseres Museums in einer besonderen Vitrine präsentiert und dort täglich von zahlreichen Museumsbesuchern bewundert. Dieses schützende Gehäuse verließ das Meisterwerk für ein herausragendes Forschungsprojekt. Im Wallraff übernahm die Kunsttechnologin Dr. Katja von Baum die Aufgabe, das Gemälde technologisch unter Einsatz der Stereomikroskopie, Infrarot- und Röntgenstrahlen sowie anderen Methoden zu analysieren. Dank der Ergebnisse der aufwendigen Untersuchung war eine Gruppe von Studenten des Instituts für Restaurierungs- und Konservierungswissenschaft der Fachhochschule Köln unter Leitung ihrer Professorin Dr. Regine Obernick in der Lage, die einzelnen Schritte und Techniken zu rekonstruieren. Zur Vorbereitung der Malerei und Vergoldung wurden Tafel und Rahmen gemeinsam grundiert. Dazu benutzte man eine weiße Masse, die aus tierischem Leim und Kreide hergestellt und warm aufgetragen wurde. War diese Grundierung, die meist mehrschichtig erfolgte, getrocknet, musste man sie schleifen, um eine möglichst glatte und körnchenfreie Oberfläche zu erzielen. Oftmals benutzte man dazu gebüschelte Stängel des Schachtelhalms, der eines der ältesten Schleifmittel ist. War die Grundierung auf Tafel und Rahmen sorgfältig geschliffen, bestand die Aufgabe, die geplante Komposition auf den Malgrund zu zeichnen. Hier wurden Anzeichen für die Verwendung einer sogenannten Lochpause gefunden. Lochpausen stellte man her, indem man die Umriss- und Binnenlinien der Vorlage mit feinen Lochreihen perforierte, die so entstandene Pause auf die Malfläche legte und Kohlepulver durch die Löcher auf die Tafel klopfte. Entfernte man daraufhin die Pause vom Malgrund, blieb die Zeichnung in Form gepünktelter Linien zurück. Eine weitere Aufgabe in diesem Zusammenhang waren Ritzungen in der Grundierung. Eine solche Ritzung fand hier beispielsweise zur Konturierung der Fläche statt, die nachfolgend vergoldet werden sollte. Da man Blattgold nicht millimetergenau auflegen und es somit über die geplante Fläche hinausreichen konnte, sicherten die vertieften Linien der Ritzung die anhaltende Sichtbarkeit der geplanten Konturen. Doch fanden zu einem gleichfalls frühen Zeitpunkt, also noch vor jeglicher Vergoldung und Bemalung, nicht nur Ritzung, sondern auch Gravierung in der Grundierung statt. Im Fall des geplanten Brokatvorhangs über der Mutter Gottes wurden mit einem feinen, spitzen Werkzeug Rillen in die Grundierung graviert, um das Muster des kostbaren Seidenbrokatstoffs zu imitieren. Noch können wir den Effekt dieser frühen Maßnahmen kaum erahnen. Doch Sie werden gleich sehen, wie sich die Wirkung dieser Gravierung mit der nachfolgenden Blattgoldauflage und der weiteren Bemalung entfaltet. Kehren wir zurück zur zeichnerischen Bildplanung der gesamten Komposition. Im Fall von Stefan Lochners Mutter Gottes in der Rosenlaube wurde dazu ein rotbraunes flüssiges Zeichenmittel benutzt. Die Zeichnung legte nicht nur die Konturen der einzelnen Formen und Motive fest. Auch Licht- und Schattenpartien, wie beispielsweise in den Gewändern, wurden durch parallele oder kreuzförmige Schraffuren gekennzeichnet. Nun folgen die Vorbereitungen für den Goldgrund, der den Bildhintergrund ziert. Ein erster Schritt bestand im Auftrag einer rötlichen Schicht, die als sogenanntes Poliment zur Haftvermittlung der Blattgoldauflage dient und ihre Polierfähigkeit gewährleistet. Die danach benannte Polimentvergoldung wird daher oft auch als Glanzvergoldung bezeichnet. Durch das Bürsten der getrockneten Polimentschicht konnte man bereits für eine gewisse Glättung und gleichzeitig auch für eine notwendige Sauberkeit dieser haftvermittelnden Schicht sorgen. Im darauffolgenden Schritt ließ sich mit einem speziellen Pinsel diese Polimentschicht befeuchten, um darauf die hauchdünnen Goldblätter anzulegen. Im Fachjargon wird dieser Prozess auch als Anschießen bezeichnet. Anschießer heißt der spezielle Pinsel, der meist aus feinsten Dachs- oder Feehaaren gefertigt ist und das hauchdünne Blattgold ohne Verletzung transportieren kann.
Zum Polieren der Blattgoldauflagen nutzte man im Spätmittelalter Tierzähne oder auch Halbedelsteine, wie den hier sichtbaren Achaten, dessen Form noch heute an einen Tierzahn erinnert. Die anschließende Technik der sogenannten Punzierung verlangte nicht nur einen noch frischen und daher weichen Goldgrund, sondern auch vielerlei Vorbereitung zur Planung und Platzierung der Muster. Dazu zählt zum Beispiel das Ziehen feiner Rillen, die als sogenannte Trassierung Formen und Muster vorgeben. Bemerkenswert sind an den Gemälden Stefan Lochners die neuartigen und höchst abwechslungsreich kombinierten Muster der Punzierung, womit das behutsame Einschlagen spitzer und unterschiedlich geformter Werkzeuge in den Goldgrund bezeichnet wird. Zu einer exakten Wiederholung kommt es in keinem seiner Werke. Einzigartig ist so auch der verzierte Goldgrund der Muttergottes in der Rosenlaube. Die figürlichen und pflanzlichen Muster in den Randborten, Heiligenschein und Strahlen entstanden durch den unterschiedlich engen und tiefen Einschlag von feinen Punktpunzen. Erst nachdem die Polimentvergoldung und ihre Verzierung abgeschlossen waren, kamen die Malfarben zum Einsatz. Gebrauchsfertig gab es sie damals noch nicht zu kaufen. Ihre Herstellung erfolgte in den Werkstätten der Maler, wobei Läufer und Reibstein, hier vertreten durch eine Glasplatte, unverzichtbar waren. Mit den so vorbereiteten Malfarben fanden in einem ersten Schritt Untermalungen statt. Dazu zählen so zum Beispiel die Gewandpartien und Flügel des Engels am oberen linken Bildrand. Nach diesen Untermalungen wurden die bereits gravierten Flächen des Brokatvorhangs vergoldet. Im Unterschied zur Polimentvergoldung kam hierbei die sogenannte Ölvergoldung zum Einsatz. Als Haftmittel diente ein trocknendes Öl, das nach seinem Aufstrich so lange trocknete, dass es nur noch schwach klebrig war, um die Goldblätter zur Haftung zu bringen. Im Unterschied zur Polimentvergoldung ist diese Art der Blattgoldauflage nicht polierfähig und besitzt daher einen matteren Glanz. Genau dieser Effekt war beabsichtigt, auch wenn er heute nach den vielen Jahrhunderten nicht mehr so leicht ablesbar ist. Im Anschluss an die Ölvergoldung erfolgten die roten Farbaufträge zur farbigen Ausgestaltung des Brokatvorhangs. Im Zusammenspiel mit den gravierten, vergoldeten Flächen entsteht der plastische Eindruck. In der weiteren Folge ließen sich die blauen Flügel des Engels farbig ausgestalten. In feinen Strichelungen wurden die mit dem kostbaren Ultramarin pigmentierten Malfarben aufgetragen. In der noch frischen blauen Farbschicht erfolgte die Modellierung der Flügelfedern mit Weiß. Eventuell wurde dabei ein spitzes Stäbchen zur Hilfe genommen, denn die Konturen der einzelnen Federn sind oftmals rillenartig vertieft. Eine weitere Besonderheit stellt das stupfende Ausbreiten und Modellieren der Malfarben dar, das wir bei genauer Betrachtung an der feinen punktartigen Struktur der Farbschicht erkennen. Viele Kölner Maler nutzten dieses Verfahren vor allem für blaue Farbaufträge, die Azurit oder Ultramarin enthalten. Möglicherweise verhinderte die grobe Körnung, die diese Blaupigmente besonders farbintensiv erscheinen lässt, ein glattes und gleichmäßiges Verstreichen. Immer wieder überrascht in diesem Gemälde die Vielfalt in Farbauftrag und Gestaltung in kleinsten Details. Das Rosenspalier im Hintergrund der Mutter Gottes liefert dafür ein schönes Beispiel. Nachdem die Blüten der Rosen hellrot unterlegt wurden, fand der Auftrag einer roten Farblasur statt. Die feinen, hellen Ränder der einzelnen Rosenblätter entstanden wahrscheinlich mit einem in weiße Malfarbe getunkten Holzstäbchen, das die rote Farblasur zur Seite schob und gleichzeitig das Weiß und die rote Farblasur schlierig ineinander zog. Der Effekt ist beeindruckend. Wir blicken auf Rosenblätter, die greifbar realistisch erscheinen. Feine, spitze Holzstäbchen könnten auch ein Mittel zur Gestaltung des Wiesengrundes gewesen sein. Doch folgen wir zunächst dem maltechnischen Aufbau. In einem ersten Schritt wurde der Wiesengrund ganzflächig grün unterlegt. Im Anschluss ließen sich die Grundformen einzelner Blätter vorlegen. Waren diese unter Malung getrocknet, fanden mit einer dunkelgrünen Lasur Modellierung und Schattierung statt. Einer der letzten Arbeitsschritte galt den Rändern der einzelnen Blätter. Feinste gelbgrüne Tupfen, ob mit feinem Pinsel oder möglicherweise auch der Spitze eines Holzstäbchens, erfolgten entlang der Blattränder. Ab
Abschließend fand die Gestaltung der blauen Veilchenblüten und roten Erdbeeren statt. Nur 3 bis 4 Millimeter messen die roten Früchte im Bild und dennoch hat jede einzelne von ihnen die Phasen der Untermalung, Modellierung mit Lasuren und feinsten punktförmigen Farbaufträge durchlebt. Mehrschichtig erfolgte auch die Malerei der Inkarnate. Die Gesichter, wie hier das des Engels links oben, wurden grau unterlegt. Im Auftrag der Haut- bzw. Inkarnatfarben wird die graue Untermalung in Schattenpartien bewusst einbezogen. Die Modellierung entsteht von dunkel zu hell und endet mit dem Auftrag von Lichtern und einer rotbraunen Konturierung und Akzentuierung. Tatsächlich sind es die Gesichter, die oftmals als letztes erfolgten. Und auch hierbei hebt sich das Gemälde der Mutter Gottes in der Rosenlaube nicht nur durch die Inkarnate der Engel, sondern auch durch die fein und stufenlos modellierten Gesichter der Mutter Gottes und des Jesuskindes hervor.